Hi Leute, mein Name ist Kero und ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin-Update-Video. Leute, auf meinem Channel erhaltet ihr alles in Bezug auf Bitcoin, in Bezug auf Krypto und in Bezug auf Trading. Also, wenn du neu bist auf meinem Channel, lass schon mal gerne ein Abo da. So bleibst du immer up-to-date, erhältst alle Informationen von mir, die du brauchst, um erfolgreich auf diesem Markt zu existieren. Und Leute, ja genau, Bitcoin, Doppelpunkt, ich verkaufe alles. Was es damit auf sich hat, werde ich euch natürlich in diesem Video ganz genau und detailliert erklären, vor allem was die Gründe dafür sind. All diese Informationen in diesem Video am Anfang des Videos wäre schon mal extrem hilfreich, wenn du diesem Video jetzt direkt einmal einen Daumen nach oben da lassen würdest. Das Ganze natürlich kostenlos und dann würde ich sagen, lass uns hier einmal direkt loslegen mit unserem Bitcoin-Chart, natürlich auch in diesem Video. Ein Update zu meinem aktuell noch laufenden Bitcoin-Trade mit der CryptoKero VIP-Gruppe sind wir jetzt aktuell mit fast 271% im Profit. Wie ihr in der Zukunft diese Trades nicht mehr verpasst und wie ihr auch an diesen Trades partizipieren könnt, all diese Informationen im Laufe des Videos. Lass uns hier einmal direkt loslegen mit unserem Bitcoin Tageschart. Was geht hier eigentlich vor sich? Müssen wir davon ausgehen, dass der Bitcoin-Preis sehr bald sehr stark nach oben gehen kann, oder müssen wir leider uns auf das Schlimmste gefasst machen? Muss der Bitcoin-Preis hier von dieser Stelle aus noch einmal extrem stark nach unten gehen? Lass uns hier einmal darüber sprechen. Und zwar, wir sehen hier gerade nämlich, dass wir vorher aus diesem Pattern nach oben ausgebrochen sind, und zwar dieses Megaphone-Pattern. Ich meine, man kann das natürlich auch anders nennen, aber ich nenne es einmal Megaphone-Pattern, und seitdem befinden wir uns oberhalb von diesem Pattern. Wir sind hier einmal drunter gekommen, haben diese vorangegangene Widerstandslinie angetestet, aber sind jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Und sehr, sehr wichtig wird es sein für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin, dass wir hier die letzte CPR-Linie, das bedeutet hier die 29.000 Dollar in etwa, durchbrechen müssen. Aber das Ganze war ja letzten Monat gewesen und jetzt haben wir neue Preisziele für den gesamten Monat erhalten. Letzten Monat hat es ja schon mal ganz genau geklappt, und zwar hier das oberste Preisziel war bei ungefähr 28.800 bis 29.000 Dollar. Dort sind wir exakt angekommen, unser oberstes Preisziel aus diesem CPI-Indikator, und jetzt haben wir unser erstes Preisziel hier bei in etwa 32.000 Dollar, und nach wie vor, um die 32.000 Dollar erreichen zu können, müssen wir diesen vorangegangenen Widerstand, das bedeutet die 29.000 Dollar, durchbrechen, damit wir dann letztendlich auch eine Chance darauf haben, hier das nächste Preisziel, welches bei in etwa 35.500 Dollar liegt, dann im Endeffekt erreichen zu können. Aber was ist jetzt kurzfristig vom Bitcoin-Preis zu erwarten? Und zwar erst einmal sehen wir natürlich hier keine allzu schöne Entwicklung unten in unserem MACD-Indikator. Und zwar dort haben wir jetzt wieder ein bärisches Cross gehabt. Das muss natürlich nicht sehr viel bedeuten. Wir haben in der Vergangenheit schon oft diese Crosses erlebt. Ich meine kurzfristig nur, und danach ging der Bitcoin-Preis auch ziemlich oft wieder nach oben. Aber jetzt befinden wir uns zumindest in einem bärischen Bereich, beziehungsweise haben ein bärisches Momentum, und natürlich müssen wir auch deswegen extrem vorsichtig sein, dass wir hier nicht sehr bald mit dem Bitcoin-Preis nach unten gehen. Aber das ist natürlich noch nicht das Wichtigste. Ihr wisst ja jetzt schon mal, bärisch hört sich nicht so gut an, aber wie sieht es eigentlich aus mit meinem immer noch laufenden Bitcoin-Trade, mittlerweile mit 271% im Profit? Leute, diesen Trade habe ich gesetzt mit der CryptoKero VIP-Gruppe komplett kostenlos. In der Videobeschreibung den zweiten Link anklicken. Innerhalb von 15 Sekunden habt ihr euch für diese CryptoKero VIP-Gruppe registriert und dann seid ihr auch ein Teil davon, könnt in der Zukunft jeden einzelnen Trade von mir in Realtime mitverfolgen und wenn ihr Bock habt, auch mitmachen. Alle Informationen dazu, wie gesagt, in meiner Videobeschreibung, indem ich hier den zweiten Link anklickt in meiner Videobeschreibung. Dort habt ihr alle Informationen komplett kostenlos. Und dann würde ich sagen, lasst uns hier erst einmal über den Trade sprechen. Leute, werde ich diesen Trade weiterhin offen lassen oder muss ich diesen Trade jetzt schließen, da ich davon ausgehen könnte, potenziell, dass der Bitcoin-Preis nach unten geht? Ich sage euch ganz ehrlich, dieser Trade wird weiterhin offen bleiben. Und ich erkläre euch auch einmal, warum dieser Trade weiterhin offen bleiben wird. Lass uns dazu einmal rübergehen in unserem Bitcoin-Monatschart, und auch wenn es jetzt gerade zumindest kurzfristig so aussieht, als wenn wir nach unten ausbrechen könnten oder vielleicht bärisch fortfahren werden, sehen wir nämlich hier gerade in unserem Bitcoin-Monatschart, dass wir einen sehr, sehr wichtigen Widerstand bereits das dritte Mal
durchbrochen haben. Lasst uns hier zu den vorangegangenen Entwicklungen gehen. Und zwar hier bereits in diesem Bereich hatten wir einen solchen Rücksetzer bzw. einen solchen Abverkauf. Das ging einige Monate lang, beziehungsweise fast könnte man sagen einige Jahre. Und dann sind wir aber letztendlich über diesen Widerstand hier an dieser Stelle ausgebrochen und danach ist ein sehr, sehr starker Bullenmarkt für den Bitcoin-Preis gestartet. Wir haben hier unser Top erreicht bei in etwa, und zwar möchte ich euch das einmal ganz genau zeigen, und zwar 19.000 in etwa, Pi mal Daumen, 19.300, genau so um den Bereich zwischen 19.000 und 20.000. Aber nicht nur das, denn das zweite Mal sind wir hier nämlich in diesem Bereich ebenfalls vor einem solchen Widerstand angehalten, beziehungsweise sind dort einige Mal rejected worden, sind dann hier runtergegangen bis zu diesem Bereich und auch dort haben wir es dann geschafft, einen neuen Bullenmarkt zu starten. Dann war unser All-Time-High hier nämlich bei diesem Preisziel und zwar unser aktuelles All-Time-High bei in etwa 68.000 bis 69.000 Dollar, je nachdem, ob man den Wick hier an dieser Stelle bzw. hier bei dem All-Time-High mitzählen möchte oder nicht. Aber jetzt sehen wir nämlich auch, dass sich eine ähnliche Entwicklung hier gerade in unserem Bitcoin-Monatschart auftut und zwar auch hier seit Monaten Downtrend, natürlich kurzfristig mal hin und wieder hochgegangen, aber jedes einzelne Mal rejected worden und jetzt haben wir es endlich geschafft, diesen Widerstand, diesen mit rot gekennzeichneten Widerstand zu durchbrechen und sind jetzt auf dem Weg nach oben. Extrem wichtig wird es sein für den weiteren Preisverlauf von Bitcoin, dass wir hier weiterhin, also die nächste aktuell laufende Monatskerze oberhalb von dieser roten Linie, das bedeutet oberhalb von 23.200 Dollar in etwa abschließen, falls es der Fall sein sollte und wir im besten Fall sogar noch einmal runtergehen und diesen Widerstand, diesen vorangegangenen Widerstand antesten können und von dieser Stelle aus noch einmal nach oben gehen können, wäre es das Beste, was dem Bitcoin-Preis passieren kann. Und wie gesagt, ich gehe aktuell eher davon aus, dass der Bitcoin-Preis nach oben gehen wird. Dann schalte ich noch einmal auf die Selbstaufnahme und Leute, ihr habt den Titel alle gelesen, ich verkaufe alles. Und ich frage mich gerade an dieser Stelle, wie viele von euch wohl geglaubt haben, dass ich tatsächlich alles verkaufe. Natürlich der 1. April, ihr wisst es. Und Leute, ihr solltet euch eine Sache unbedingt merken, der Tag, an dem ich alle meine Bitcoins verkaufe. Genau an dem Tag wisst ihr, dass etwas mit mir nicht stimmt. Und dazu einmal alles gesagt, würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, wir sehen uns natürlich, falls ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Like da lassen und natürlich, wenn ihr neu seid, auf meinem Channel gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, euer Crypto Kero.